Bibitano, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, Mama Danja, du könntest auch auf mich aufpassen. Ah! Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Nein! Hey Leute! Was geht? Bibitano hier mit... Mama Danja, hallo! Mama Danja, guck, ich hab dir versprochen, das ist ein richtig cooler Trampolinpark. Das war früher ein Kino, jetzt ist das so ein Zombie-Trampolinpark geworden. Zombies? Ja, das sind keine echten Zombies, aber ist das nicht cool hier? Guck mal, also der alte Kinobesitzer braucht unsere Hilfe. Und was müssen wir machen für den? Ja, wir müssen hier aus dem Trampolinpark raus. Alles also er klar. Hat wieder, er hat wieder so ein Parcours hier eingebaut, aber in so einem, also... Vielleicht war das vorher ein Film und die Zombies sind jetzt, weißt du, so Wirklichkeit geworden. Ja, dann komm doch jetzt mal. Ja, nicht so schnell. Ich will mir den Trampolinpark auch anschauen. Sieht schön aus. Sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und wenn du hinfällst, ist das überhaupt nicht schlimm, weil das tut gar nicht weh. Bist du dir sicher? Bist du schon mal hingefallen? Ja. Okay. Okay, das klingt hier aber nach einer sehr ernst gemeinten Warnung, muss ich sagen. Ja, es soll auch echt wirken, Mama Danja. Also bitte. Boah, sieht das cool aus. Vorsicht. Tut wirklich nicht weh. Mama Danja, darf ich mir vielleicht auch Popcorn hier von den Zombies kaufen? Nein. Wieso denn nicht? Das ist bestimmt total überteuert. Außerdem weißt du doch gar nicht, was da drin ist in dem Popcorn. Ist doch zu Hause dann in der Doktor. Oh, guck mal. Zu Hause Popcorn. Ist das ein echter Boden? Hm? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich bin da, wo der Boden fehlt. Da bin ich doch noch nicht. Doch, du bist vor mir. Ach so. Aber Daniel, du bist das erste Mal vor mir. Und das passt ganz gut, weil du bist ja auch schon fast so alt wie ein Zombie. Dankeschön. Bitte schön. Sind das Mitarbeiter? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, weil wenn die echt sind... Gefragt. So, Mama Danja, du weißt, du darfst eigentlich nicht aufs Männerklo, ne? Das ist nicht nur ein Männerklo. Hast du mal auf das Schildchen geguckt? Ach so, stimmt. Du hast recht. Entschuldigung. Okay, was müssen wir hier drücken? Knöpfe! Ich bin immer noch vor dir. Aber wir müssen wir nicht... Wir müssen doch hier durch, Mama Danja. Wo müssen wir durch? Durch den Lüftungsschacht. Ja, das stimmt. Du bist ganz... Upsi. Oh! Warum tut das immer hier so weh im Trampolinpark? Das gibt eine Anzeige. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Bibitano, du musst mal ein bisschen aufpassen. Ja, Mama Danja, du könntest auch auf mich aufpassen. Du bist die Mama. Jetzt komm, du wolltest doch hier hin, jetzt tu mal nicht so. Ja, ich weiß, weil es sind immer noch Ferien. Ferien. Oh, wo müssen wir... Wie lange hast du eigentlich noch Ferien, Bibitano? Noch eine Woche. Und ihr Leute, wie sieht's bei euch aus? Alles klar. Hier ist ein riesengroßer Ventilator. Also ich muss sagen, das ist ein sehr angsteinflößendes Kino. Ich frage mich gerade, was das... Also das ist was ein Trampolinpark, so hallo? Trampolinpark-Kino. Ja. Ja gut, hier sind auch Zombies. Also Zombies haben die Geschäftsführung hier übernommen. Ja, ist irgendwie... Oh, ist das cool! Aber sehr schön. Oh, guck mal, wie hübsch das hier aussieht. Ja, ich weiß. Also ich muss auch sagen, in letzter Zeit, die ganzen Trampolinparks, die wir besuchen, sind ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Also können wir ruhig öfter mal machen, in den Trampolinpark fahren. Wart ihr schon im Trampolinpark? Also in dem hier? Speziell? Mama Danja, bist du vor mir? Eieiei, also diese Mitarbeiter hier sind aber wirklich... Eieiei. Wie kann es sein, dass Mama Danja vor mir ist? Weiß ich auch nicht. Vielleicht bist du einfach ein bisschen langsam, Babykahn. Oh, guck mal! Tote Zombies. Hallo. Eieiei. Ich glaube, das sind so... die haben die so aufgestellt. Hallöchen. Ich weiß es gar nicht genau. Boah, das sieht richtig cool aus, dieser Parcours. Ich liebe so Parcours also in Trampolinparks. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich bin sehr, sehr begeistert. Hast du denn keine Angst? Nee, das sind doch nur Mitarbeiter, oder? Ich glaube. Also, das stand jetzt nicht ganz genau drin. Ich hoffe es. Du hast doch gesagt, es sind nur Mitarbeiter. Eine Rutsche ist auch dabei. Ich hoffe, es sind nur Mitarbeiter. Wenn es nicht nur Mitarbeiter sind, dann haben wir hier... Boah, guck mal, die ganzen Filme. Es gibt Sonic eigentlich, SpongeBob,
Eigentlich, aber ich glaube, hier läuft kein Film mehr, ich so wie auch das hier aussieht. Die Unglaublichen und findet Dory! Ah! Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Oh, die haben sogar Laser hier, ist das cool! Und wir haben es schon hier geschafft. So, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt auch mal im Kino? Boah, guck mal! Bist du auch gerade im Riesenkino? Nee, noch nicht. Ich bin kurz gestorben. Hier bin ich. Na, guck mal, ich werde jetzt ins Kino reingezogen. Ich glaube, wir werden jetzt reingezogen. Ja, Mama Danja! Ja! Wir sind in einem Film jetzt. Okay. Ist das cool? Wir müssen die Wand da kaputt machen. Okay, ich habe die Wand kaputt gemacht. Gut, Mama Danja. Okay, alles klar. Wand kaputt gemacht. Welcher Film ist das denn? Hm? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, das ist James Bond oder so. Ich gar nicht. Meinst du? Könnte ich wollte schon immer mal James Bond sein. Ich fand ihn ja schon immer toll. Ja, ich glaube schon. Oder vielleicht ist es auch... Boah, doch, das könnte James Bond aber sein. Aber du bist dann schon eher Baby Bond. Oder? Ja, wahrscheinlich. Oioioi. Aber dann ja, sei vorsichtig. Bin ich doch. Aber es ist ja alles ein bisschen crazy, muss ich sagen. Aber... Schauspieler, ne? Die sind so gut. Ja, richtig gute Zombie-Schauspieler. Wir müssen da durch! Durch das Portal! Ei, Karamba. Ah, jetzt sind wir wieder im Kinosaal. Ja, sehr gut. Wir sind wieder aus dem Film raus. Das war jetzt gerade gar nicht. Boah, Mama Danja, guck mal. Hallo! Hm? Guck dir das mal an. Nicht zum Verzehr geeignet. Ich will mir das gar nicht zu lange angucken, muss ich sagen. Ja, aber das ist doch nicht zum Verzehr geeignet. Ja, deshalb sollst du das nicht essen. Isst du das gerade? Nimm es aus dem Mund! Nein! Oh, das waren Zombies. Oh, guck mal, hier sind die ganzen Filmrollen ausgelöst. Cool. Sind die wirklich so groß in echt? Weiß ich gar nicht. Warst du schon mal in einem Kino? Natürlich war ich schon mal in einem Kino. In einem echten Kino. Ja. Bist du dir sicher? Und du bist nicht eingebrochen? Ja, und dort habe ich mir für eine Dory angeguckt. Wie alt warst du da? 75. Das stimmt gar nicht, du bist jetzt schon 105. Ja, der Film ist schon eine Weile alt. Nein. Doch. Wohl. Ha, 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 ha. Hör auf mich auszulachen. Ha, 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 ha. Guck mal, hier ist ganz... Hör auf mich auszulachen. Sei vorsichtig, der Boden ist Lava. Sei du mal lieber vorsichtig. Vorsichtig! Nein! Bist du auch gerade gestorben? Ja, wegen dir. Ups. Mama Danja, das war deine Schuld. Das ist dir schon klar, oder? Das war überhaupt nicht meine Schuld. Ich kann doch nicht dafür, dass du da reinfällst. Oh doch. Okay, wir müssen jetzt hier raus. Wie? Wollen wir jetzt schon aus dem Trampolinpark raus, oder was? Ich will aber gleich nochmal rein. Und schon? Ging aber schnell. Jetzt noch mal rein. Du willst es noch mal machen? Aua! Hey, was sind das für Autos? Ich glaube, diese Autos tun dir nicht so gut. Das glaube ich auch. Ist meine Vermutung. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's auch geschafft. Mama Danja, können wir nicht direkt noch in einen... Ich hab's vor dir geschafft! Können wir vielleicht nicht gerade noch in einen Trampolinpark, bitte? So, können wir hier vorne noch? Ich glaube, das gehört auch dazu. Ja, gut. Wenn du unbedingt willst, dann... Kinder. Oh, warst du hier schon mal bei diesem Friseur-Trampolin-Park? Nein. Okay. Aber bitte lass dir von dem nicht die Haare schneiden. Oh ja? Nein, also die Frisur gefällt mir gar nicht. Ei, Karamba. Ei, 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 aber ich glaube, das ist, ich glaube, das gehört auch dem Typen. Ich glaube, das gehört diesem Wolf-Gaming. Ja, ich glaube auch raus hier bitte, ja? Aber auch schöner Trampolin-Park, Leute. Guck mal, das sind Kämme. Oh. Von Kämmen hast du ja sowieso. Guck mal, Angst, Rapunzel. Ne? Oi, was sind hier mit Rapunzel Kahn passiert? Mama Danja, ich hab dich gefunden! Guck mal! Wow, Baby Kahn, wow. Einfach nur wow. Ja, aber bist du das nicht? Nein. Okay, die Haarfarbe kannst vielleicht. Kannst du dir mal die sonst? Haarfarbe und kannst du auch mal... Hallo? Also du hast das auch... Das ist ganz schön frech. Du hast auch so viel... Ich geh mit dir nicht mehr in den Trampolinpark, wenn Ach, du jetzt bitte! Hier... Nein, ja, gut, wenn du mich dann die ganze Zeit beleidigst. Du verstehst ja gar keinen Spaß. Oh, guck mal, hast du nicht auch so ein Glätteisen? Ein was? Ein was? Ein Glätteisen, ein Glatteisen. Ein Glätteisen? Ja. Nee, sowas habe ich nicht. Der Haarglätter ist brennend heiß. Okay.
Latsch da bitte nicht drauf, Baby. Och nein, müssen wir jetzt... Guck mal, wir müssen die richtigen Haare jetzt suchen. Oh. Welche hast du schon ausprobiert? Mitte. Und? War falsch. Okay. Es ist links. Gut. Jetzt? Wahrscheinlich rechts. Mhm. Danach Mitte. Und vielleicht nochmal links. Nein! Ich glaube, du musst danach in der Mitte bleiben. Rechts. Mitte. Oh. Runtergeplumpst. Sorry, ich konnte es gerade nicht testen, Babykan. Ich bin runtergefallen. Ich bleib mal in der Mitte. Ja, ist richtig. Auch das letzte ist die Mitte. Okay. Also dieser Trampolinpark ist schon ein bisschen anders. Der ist tatsächlich etwas anders, aber auch cool. Also der passt natürlich thematisch sehr gut. Ich weiß nur immer nicht, wenn ich mir vorher keine Rezensionen im Internet durchgelesen habe, wie gut der so geeignet ist. So. Oh, schon wieder ein Labyrinth. Das kenne ich von dem anderen Trampolinpark. Runtergefallen. Vorsichtig. So. Ja, ich versuch's. So, ich habe schon den Ausgang. Also, du bist schon raus? Also, ich bin jetzt aus dem Labyrinth schon raus. Okay, hier muss ich die ganze Zeit auf... Hier springen. Spring! Ich finde das alles immer ein bisschen weird. Wieso? Mit diesen Labyrinthen finde ich das immer. Ja, okay, eher. Das ist ein bisschen übertrieben immer, aber ist okay. Ist halt die Abwechslung. Denn wenn man nicht da rauskommt? Tja, dann bleibst du für immer in diesem Trampolinpark. Ach komm, so schlimm ist das nicht. Ist es auch nicht, aber... Ah, das ist ja voll schwer! Nein, ist es nicht. Ich bin mit meiner Frisur eigentlich ganz zufrieden. Also ich glaube, ich lasse mir hier nicht die Haare schneiden im Trampolinpark. Du lässt dir hier die Haare schneiden. Nein, hey. Mache ich nicht. Baby kann, dann kannst du auch nie wieder in die Schule gehen, wenn du dir die Haare schneiden lässt. Okay, und jetzt hier runter. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin schon in einem Aufzug. Ach, du bist ja schon so weit. Ja, ich kann nicht auf dich warten, Mama Danja. Tut mir leid. Warum? Würdet ihr auf Mama Danja warten? Du hast auch nicht auf mich gewartet. Du warst ja auch immer nur eine Stage hinter mir. Ja, trotzdem. Ich warte am Ziel auf dich, wenn wir aus dem Trampolinpark raus sind und nach Hause fahren. Na gut. Aber du fährst nicht alleine. Du weißt, außerhalb von der Dot Me City... Ich weiß. Du bist ja nur eine Dot Me City Bürgermeisterin. Richtig. Und nicht woanders. Och Mensch, dieser Kopf hier, der lässt mich nicht auf ihn landen. Das ist doch fürchterlich. Oh, Danja, kannst du jetzt auch mal Spaß haben? Nee. Das ist verboten für Erwachsene, weißt du doch. Ja gut, aber du bist halt mit Baby Kahn unterwegs. Und Baby Kahn hat immer Spaß. Ich hab immer Spaß, sage ich euch. Es sei denn, Mama Danja macht wieder alles kaputt. So. Noch ein Aufzug. Mach doch gar nichts kaputt. Ich bin doch nicht mal bei dir in der Nähe. Oh, das ist aber cool. Was ist eigentlich mit deiner Frisur los? Also, ist auch ziemlich cool, aber... Mit meiner? Nein, von dem Typen hier. Ich glaube, das ist der Haarschnitt von dem, weil alle haben diesen Haarschnitt. Was denn für ein Haarschnitt? Ja, ein ziemlich komischer. Aber ist okay. Dann passt du ja total gut dahin. Nein! Wieso? Was denn? Nichts. Mich hat's gerade erwischt. Ach. Oh, ich bin ja gerade in so einer Mine. Uiuiui. Da war ich schon. Ja. Oh, ich bin schon raus. Der arme Typ, ey. Der arme Typ mit der Frisur, ne? Das tut mir so leid. So. Also ich frag mich immer, wo die das ganze Geld... Ich frag mich immer, wo die das ganze Geld herhaben für so einen Trampolinpark. Naja, wenn so Leute wie wir hierher kommen und Eintritt bezahlen. Das stimmt. Aber ich weiß, das sieht schon alles sehr hochwertig aus. Das stimmt. Muss man schon ganz klar sagen. Was ist das? Oh, das ist Rasierschaum, glaube ich. Oh, cool. Mama Dani, hier gibt's so eine richtig lange Rutsche. Oh, ich will auch rutschen. Wo rutscht man denn dahin? Also ich glaube, dann kommt man aus dem Trampolinpark raus. Ach so. Whee!
Ja! Und jetzt? Okay. Ich darf die Stühle nicht berühren. Ich gebe mir Mühe. Mama Danja, vorsichtig, schrei nicht so rum, du bist peinlich. Okay. So, Mama Danja, ich bin raus. Ich warte dann vor dem Trampolinpark auf dich, okay? Und wie weit ist es denn noch? Oh, noch 8 Level, das ist aber noch ganz schön weit. Also so viel ist das nicht. Nicht? Nö. Boah, jetzt kann ich richtig hoch springen. Guck mal. Wo bist du? Bist du da? Ich will auch hoch springen. Wuhu! Wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Ja. Hä? Oh, mich hat's wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Ja, Mama Danja, ich bin schon am Ziel. Das heißt, ich kann dann überall hin im Trampolinpark. Upsi. Echt jetzt? Mhm. Also ich mag hier diese Abgassachen nicht. Das stinkt immer so. So. Und jetzt noch weiter. Sehr schön. Nicht vergessen, den Checkpoint hier noch erst mitzunehmen. Ja, ja. Ich muss hier erst mal zuhören, was der mir zu sagen hat. Okay. Das sieht doch so aus, als dürfte ich nicht auf diese blauen Stellen. Genau. So sieht mir das doch aus. So. Jo. Ich bin schon ein richtiger Trampolinparkmeister geworden. Es geht. Hallo? Ich bin halt ein bisschen alt. Okay, okay, nach zwei Trampolinparks. Für eine Mama machst du das schon ziemlich gut, muss ich sagen. Oder? Finde ich auch. Also so zwei Trampolinparks hintereinander, da geht schon ganz schön die Pumpe. Ja. So. Uiuiuiui, was ist denn das hier? Das sind ja so Trimmer. Barttrimmer. Babykahn. Ich weiß. So. Och Gottchen. Wie kommt man denn hier durch? Wie soll denn das gehen? Musst du springen. Musst du immer durchspringen. Ich kann doch gar nicht springen. Och Mama Danja, ich will nach Hause jetzt langsam. Ich hab Hunger, ich will zu McDonald's. Ja, du wolltest ja unbedingt noch in einen Freizeitpark. Trampolinpark. Und musst du denn auch damit leben? Trampolinpark, Entschuldigung. Ich bin verwirrt, weißt du doch. So, und wie weit ist es jetzt noch? Noch 3 Level? Das schaffst du. Jetzt muss ich die Haare hochklettern. Das ist ja wie bei Rapunzel. Jetzt bin ich der Prinz bei Rapunzel. Okay, alles klar. Ach, ist das die Rutsche? Woohoo! Oh, die war aber schön. Die war aber hübsch. Und jetzt liege ich hier irgendwie in so... Was ist das hier? Okay. Ach ja, hier sind jetzt wieder so Frisurenköpfe. Aha. Aber was das ist, was meinst du, was das hier auf dem Boden ist? Vielleicht Haarfarbe? Oder so Silbershampoo? Das kann sein. Und Mama Danja hat's auch geschafft. Oh, ich hab's auch geschafft. Leute. Sehr gut. Wir waren heute in zwei Trampolinparks und jetzt geht es wieder nach Adopt Me City, aber vorher noch McDonald's, oder? Wir haben McDonald's zu Hause. Ach, nö. Das war ein Witz. Dieses alte Toastbrot. So, Leute, macht's gut. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.